Juhu, Kritzelpixel-Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kritzelpixel. Wie versprochen, werden wir noch einmal detaillierter auf das Thema Hilfslinien eingehen. Hilfslinien und das Zerlegen von Objekten in einfache, ja, geometrische Formen soll unserem Gehirn helfen, besser und mit etwas simpleren Denktechniken ein komplexes Objekt zu zeichnen. Ein Objekt in dem Fall halt ein Gesicht oder halt ein Körper oder halt wortwörtlich einfach ein Objekt, eine Kugel. Diese Hilfslinien werden wir uns jetzt nochmal anhand eines Gesichtes genauer angucken. Ich hatte euch ja schon in etwa gezeigt, wie sowas funktioniert. Ich hole mir jetzt einfach mal ein Gesicht. Dafür habe ich jetzt mal einen Screenshot aus Guild Wars 2 genommen. Warum nicht? Das Ganze ist ja ziemlich realistisch gehalten. Ich mache das Ganze jetzt mal ein bisschen durchsichtiger, damit ich besser hingucken kann und werde hier ranzoomen. So. Unser Gesicht. Grob genommen haben wir eine Form vorgegeben, mit der man sehr gut arbeiten kann. Und zwar ist das die Kugel. Ich, ein bisschen schief gezeichnet, so. Ich selber setze die Hilfslinien ein bisschen anders, als man es meistens aus den Manga-Zeichenbüchern kennt, weil in den Manga-Zeichenbüchern wird oft weggedrückt, wie groß der Hinterkopf eines Menschen eigentlich ist. Wir haben einen ziemlich großen Schädel und die Haare machen das Ganze nochmal voluminöser und deswegen ist es mir immer ein bisschen wichtiger, das darzustellen. Hilfslinien, wo setzen Hilfslinien an? Sie wollen uns Fixpunkte geben. Fixpunkte, hier in diesem Gesicht zum Beispiel, haben wir eine Linie, die sich durch das ganze Gesicht durchzieht, die das Gesicht in der Mitte halbiert. Wir können uns also schon mal einen Winkel für ein Gesicht durch eine Halbierung geben. Soll heißen, wenn wir das Gesicht aus einer anderen Perspektive zeichnen, zum Beispiel soll es jetzt halt in diese Richtung gucken, dann würde man die Linie hier einzeichnen, weil an dieser Stelle das Gesicht halbiert wird. Es gibt uns schon mal eine Orientierungshilfe. Der nächste Punkt ist einmal, dass wir die Möglichkeit haben, die Kugel in der Mitte zu teilen. Das werde ich jetzt einfach hier auch an dieser Stelle tun. Ich wölbe das Ganze ein bisschen, weil ja ein Gesicht auch geteilt ist. Das gleiche würde man hier ebenfalls tun. Wir haben hier einen kleinen oben Herabblick. Man kann sich sogar auch die obere Fläche der Kugel dementsprechend noch markieren, dass man sagen kann, okay, das ist die obere Fläche des Kopfes. Die Augen sind ein wichtiger Fixpunkt. Die Augen haben einen Mittelpunkt, nämlich durch die Nase, gekennzeichnet. Und man kann sie auf einer Linie darstellen. Und diese Linie schließt immer mit den Ohren ab. Also man hat dann schon mal quasi die Möglichkeit, den Bereich sich für die Ohren zu merken. Und die Linie von den Ohren, die trifft ziemlich häufig auf die Linie der Nase, weil meistens die Nase in etwa so lang ist, wie es die eigenen Ohren sind. Das ist natürlich von Charakter zu Charakter unterschiedlich. Wir haben auch hier nochmal den Mund, der auf einer Linie sitzt. Und hier in dem Fall haben wir die Linie der Nase, die quasi mit auf das Ohr hier trifft, die Linie der Augen, die Linie vom Mund. Und wenn man sich jetzt das Ganze mal so anguckt, braucht man hier quasi nur einzelne Linien miteinander verbinden und man kommt auf das ganze Gesicht. Man weiß, okay, hier muss die Augen draufmalen, da käme die Nase, da käme der Mund und wir haben uns nur an Hilfslinien orientiert. Wenn man jetzt noch weiß, dass zwischen zwei Augen in etwa genauso viel Abstand sein muss, dass dann noch ein drittes Auge hinpasst, dass die Nase meistens so breit ist, dass sie die Augenränder trifft, dass der Mund meistens ein bisschen breiter ist als die Nase, aber auch nicht unbedingt, dann hat man noch mehr Orientierungshilfen, an die man sich quasi rantasten kann. Hier in diesem Fall haben wir jetzt die Hilfslinien mal kennengelernt, so wie man sie auf einem Gesicht setzen kann. Ich werde euch jetzt das Ganze mal vereinfacht darstellen, indem wir ein Gesicht frontal von vorne zeichnen. Dafür brauchen wir auch wieder als Anfang quasi unsere Kugel als Hilfslinie. Ganz frontal von vorne werden wir jetzt sie einfach komplett in der Mitte durchteilen. Wir nehmen uns einmal wieder die Gesichtsmitte und wir nehmen uns hier quasi die Augenhöhe. Wenn man unser Gesicht, mal den Kiefer weggelassen, quasi als Kugel betrachtet, wie bei einem Schädel, dann sind die Augen ziemlich mittig gesetzt. Kleines bisschen unten drunter, das variiert aber auch von Mensch zu Mensch. Wir haben also quasi hier schon unsere erste Linie mitgesetzt, die Linie der Augen. Da das Ganze ein bisschen weiter unten drunter sitzt, wie ich gerade gesagt habe, nicht exakt mittig, brauchen wir eine kleine Orientierungshilfe. Gut, was hatte ich gesagt? Die Ohren setzen in etwa an bei unseren Augen. Ich setze mir für die Ohren
eigentlich immer so einen kleinen Halbkreis in die Seiten, quasi um mir zu merken, okay, da sind die Seiten des Kopfes. Man, wenn er sich dreht, würden die sich mitdrehen. Da kommen quasi, da knüpfen quasi die Ohren an. Da mache ich mir immer so kleine Halbkreise, die ein bisschen mehr als die Hälfte hierüber hinausgehen. Die können wir schon mal wieder mit einer Linie verbinden und wir teilen sie in der Mitte ebenfalls noch mit einer Linie. Jetzt kommt der spannende Part. Das hier sind die Bereiche für unsere Augen. Je nachdem, ob bei dem Menschen die Augen höher sitzen oder etwas tiefer sitzen, hat man hier quasi den realistischen, schmalen Grad, wo Augen sitzen können. Das wird oft bei Hilfslinien anders gemacht, gerade in Manga-Zeichenbüchern, da sitzt die Hilfslinie immer gleich, aber der Mensch ist nun mal nicht gleich. Je nachdem, wo ihr die Augen einzeichnet, ob er jetzt dann sagt, okay, dann ist das jetzt hier mein Punkt für die Augen. Ich sage, ich berühre quasi meine obere Hilfslinie und nutze diese dafür, dann fangen die Ohren entsprechend auch halt da oben an. Ich würde die Ohren halt immer passend quasi zu den Augen mitsetzen, dass die Ohren beginnen mit dem oberen Augenanteil. Diese Linie, die ich mir da unten gesetzt habe, die symbolisiert unsere Nasenlinie. Je nachdem, wo jetzt unsere Ohren aufhören, vom Gefühl her sind Ohren, die dürfen nie zu groß sein, wenn jetzt die Augen ganz hier oben angrenzen, grenzen sie selten bis ganz da unten an. Das kommt aufs Schönheitsideal an, das kommt darauf an, wie ihr das Ganze zeichnet. Die Nase wird trotzdem irgendwo hier in etwa in diesem Bereich ihren Fixpunkt haben. Ihr könnt natürlich entsprechend auch eure Hilfslinien variieren. Wenn ihr wisst, ihr habt einen Charakter mit einer langen und einer großen Nase, dann müsst ihr das dementsprechend halt auch so ein bisschen berücksichtigen und die Hilfslinien verschieben. Und meine Linie für den Mund sitzt in etwa hier unten ganz simpel auf dem unteren Kreis des Kopfes. Ich habe ja gesagt, wir stellen uns den Kopf ohne Kiefer vor. Ja gut, jetzt haben wir das Problem, der Kopf hat keinen Kiefer. Kein Problem, wir malen unsere Hilfslinie einfach weiter. Wir haben jetzt wenig Orientierungshilfe, nur diese obere Linie. Und ich sage euch, dieser Abstand hier nochmal nach hier unten quasi gesetzt, da einfach nochmal eine Hilfslinie gezeichnet, wird quasi euch helfen, den Kiefer einzuzeichnen. Der Kiefer fängt immer unterhalb der Ohren an. Ihr könnt das mit der Hand, wenn ihr über euren Körper fahrt, mal fühlen. Er macht da so einen kleinen Knick. Quasi, wenn man hier das Ohr an der Seite hat, dann macht der Kiefer hier so einen kleinen Knick und dann geht es quasi schon los. Das muss man sich anatomisch natürlich auch vor Augen halten. Ihr könnt jetzt einmal ganz simpel, nur um ein Gefühl dafür zu kriegen, euch ein Dreieck malen. Ihr seht, okay, ein Kiefer ist ein bisschen breiter. Der hat halt hier einfach noch seine breiten Wangenknochen und läuft dann spitzer zu. Das strichelt man sich ein bisschen an. Es kommt drauf an, wie sehr euer Manga-Stil geht. Das ist ja halt einfach eine Sache des Manga-Stils. Das ist ja sehr unterschiedlich, wie man das zeichnet, wie man das selber empfindet. Wenn man es comichafter zeichnet, ist der Kiefer größer, breiter, etwas stärker gefächert, knickt früher ab oder er ist komplett spitz zulaufend. Und dann habt ihr hier quasi schon eure menschliche Kopfform. Ihr habt euch hier eingezeichnet, wo die Ohren kommen. Ihr habt perfekt die Möglichkeit einzuzeichnen, wo der Kiefer kommt. Und wenn ihr hier den oberen Teil in etwa fast mittig halbiert, habt ihr auch noch den Haaransatz, den ihr jetzt nutzen könnt. Ja, und der, wie breit und wie dick der Hals ist, das hängt auch immer vom Zeichenstil ab. Im Manga-Zeichnen wird immer alles schlanker und dünner gesehen. Im Comic-Zeichnen immer alles ein bisschen realistischer. Nur Mut, das kommt immer wieder, gerade so Kunstlehrer, wenn man erst Comic-Zeichnen lernt, lernt man nie den Realismus. Das ist Schwachsinn heutzutage. In meiner Zeichenerfahrung habe ich echt gesehen, dass, ey, das ist egal, welchen Weg man geht. Ob ihr mit einfachen Formen, und es fängt in der Kunst immer mit einfachen Formen an, ob ihr von einfach zu komplex geht oder von später, wenn ihr habt komplexes Zeichnen gelernt und zeichnet, dann wieder Comic. Klar, ihr habt ein besseres Gefühl für einfache Striche und Linien, wenn ihr schon realistisch zeichnen könnt. Aber man kann sich auch genauso gut aus dem Einfachen ins Komplexe entwickeln. So, jetzt noch ein paar Augenbrauen. Die schweben natürlich immer ein bisschen enger über den Augen. Und schon habt ihr eine Hilfslinienbasis für ein Gesicht, das man halt immer wieder in den unterschiedlichsten Varianten nutzen kann. Wir haben wieder die Kugel. Und eine Kugel ist aus allen Richtungen immer komplett gleich, egal wie sich euer Kopf dreht. Die Kugel bleibt identisch. Was sich verändert, ist der Mittelpunkt der Kugel und darauf bauen wir auf. Also wenn jetzt das Gesicht hier drüben hinguckt, dann zeichnen wir uns natürlich den Mittelpunkt dieser Kugel auch entsprechend von dem Mittelpunkt, wo das Gesicht unterteilt wird, in die Richtung, in die das Gesicht guckt. Und dann wird sie wieder durchtrennt. Ich sage euch als Tipp nur dazu, entsprechend halt die Linien ein bisschen zu runden, weil unser Gesicht nun mal auch leicht rund ist. Es ist nicht ganz rund, es ist leicht rund. So hätten wir festgestellt, wir hatten an den Seiten hier die Ohren. Wenn man sich jetzt vorstellt, eigentlich wäre hier der Mittelpunkt, dann hat man hier diese Länge
Von dieser Linie, also diese Länge, soll heißen, die Ohren sitzen irgendwo hier. Das kann man sich hier nochmal durchteilen, wenn man das ein bisschen deutlicher sehen möchte. Die Ohren würden also quasi irgendwo hier so in diesem Bereich sitzen. Gut, das ist jetzt ein etwas bauchiger Kreis. Den hätte ich wahrscheinlich ein bisschen exakter zeichnen müssen. Ihr solltet wirklich versuchen, Kreise zeichnen zu lernen, weil es echt wichtig ist, dass die einigermaßen exakt sind. So, wir haben hier unsere Mittellinie, die das Ganze durchschreitet. Ich würde sagen, der Ohrenbereich wäre, ja, der wäre in etwa hier. Hier drüben sieht man die Ohren natürlich entsprechend nicht. Wir haben wieder unseren Fixpunkt. Die Ohrenlinie haben wir hier. Wir haben hier die Mundlinie. Wir haben hier auch nochmal die Durchteilung der Ohren. Also wenn jetzt hier die Ohren wären, die würden hier durchteilt werden. Das soll heißen, wir haben in etwa hier unseren Bereich für die Augen eingezeichnet. Die haben natürlich den gleichen Abstand, wie sie vorher auch haben, bewegen sich quasi mit der Linie mit, werden ein bisschen schmaler, weil ihr seht, das Gesicht hier wird schmaler. Man sieht weniger vom Gesicht, also einen schmaleren Teil. Dementsprechend hat man da auch eine etwas schmalere Wahrnehmung. Wir haben hier den Standard für die Nase. Wir haben hier den Mund und dann können wir uns auch hier wieder den Fixpunkt setzen für den Kiefer. Jetzt kommt die etwas schwierige Variante. Den kann man sich auch erstmal wieder mit spitzen Hilfslinien verbinden. Man sollte nicht vergessen, dass eine Stirn eine Wölbung hat, dass unsere Wangen eine Wölbung haben und dass das Ganze dementsprechend halt auch ein gewölbter Kiefer ist. Dass ein Kiefer quasi so geschwungen ist und dass man oben hier so die Stirn hat. Das sind Dinge, die kann man sich aus Hilfslinien zwar auch ziehen. Es gibt komplexere Hilfliniengebilde, aber ihr müsst ja auch lernen, was ihr da zeichnet und warum ihr das zeichnet. Wenn ihr alles nur mit Hilfslinien macht, dann ist euch da auch nicht geholfen. Man ist irgendwann an dem Punkt, dass man die Hilfslinien nicht mehr braucht, beziehungsweise die Hilfslinien im Kopf hat und sie zur Hilfe nimmt, so wie sie ja auch gedacht sind, um sich wieder vor Augen zu rufen, hey, wie muss ich das nochmal zeichnen? Ah, so muss ich das nochmal zeichnen. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, mit diesen Hilfslinien euch komplexe Formen und Figuren selber aufzubauen, indem ihr die Linien variiert. Wenn ihr zum Beispiel einen Charakter habt, der eine etwas tiefer sitzende Nase hat oder eine höher sitzende Nase, dann wisst ihr, dass ihr diese eine Hilfslinie immer ein bisschen höher einsetzen müsst und ihr habt automatisch die Möglichkeit, dem Charakter immer wieder sein individuelles gleiches Gesicht zu geben, indem er die Hilfslinie einfach immer wieder ein kleines bisschen nach oben zieht. Dass man natürlich nebenbei auch die Anatomie des Gesichts mit studieren muss, ist völlig klar. Ihr müsst natürlich ein Gefühl für die ganzen Rundungen haben, für die Wangenbereiche, dass die, wie hier sitzen, wie der Kiefer hervorsticht, die Wölbungen der Stirn und so weiter und so fort. Aber das sind Dinge, da kann man sich dann einfach Stück für Stück mit beschäftigen. Es reicht auch am Anfang echt mit Abzeichnen. Und solche Hilfslinien sind nicht nur beschränkt aufs menschliche Gesicht, das funktioniert auch ziemlich gut bei tierischen Gesichtern. Das ist zum Beispiel ein Char aus dem Spiel Guild Wars 2, das sind Katzen, Rinderähnliche, raubtierhafte Tiere, die durchaus gut sprechen können und manchmal auch etwas intelligenter erscheinen als Menschen. Auch hier, auch wenn wir jetzt hier nicht viel sehen, können wir uns eigentlich quasi wieder eine Kugel als Basis nehmen. Die Augen liegen jetzt hier ein bisschen tiefer, aber auch aus Grund der Perspektive. Wir haben trotzdem wieder die Möglichkeit, Fixpunkte und Hilfslinien zu ziehen. Wir haben wieder die Möglichkeit, hier zu arbeiten. Es wird ein bisschen komplexer, weil man sich halt hier noch die Dreidimensionalität der Nase dazu vorstellen muss, dass hier ein Kiefer auch dreidimensional angelegt ist. Aber auch hier kann man sich mit Hilfslinien quasi der Dreidimensionalität bedienen. Und trotzdem versuchen, an den richtigen Punkten das einzuzeichnen am Objekt, was wichtig ist. Und sich, wenn ihr euch dieses Hilfsliniengitter quasi einmal geholt habt, habt ihr die Möglichkeit, anhand dieser Hilfslinien das Gesicht zu drehen in verschiedene Bereiche. Und wenn ihr dieses Gesicht in verschiedene Bereiche drehen wollt, euch einfach halt nur wieder zu gucken, wo waren die Hilfslinien. Okay, so wie wir das jetzt hier bei dem Gesicht gelernt haben, wenn es sich dreht, drehen sich die Linien entsprechend mit. Und dann kann man das Ganze dementsprechend einzeichnen. Was jetzt hier übrigens sehr gruselig geworden ist. Es ist ziemlich leicht, gerade bei Furry Artwork, dass wenn ich das ganz gerne mal zeichne zwischendrin, dann setze ich mir viele Hilfslinien, weil die Dreidimensionalität einer Schnauze, das ist halt einfach noch was ganz anderes, wenn wir jetzt wollen, dass sich quasi das Gesicht dreht und einem wird dann bewusst, dass man ja dann auch hier das hier mitdrehen muss, quasi die Dreidimensionalität, die diese Schnauze an den Tag legt, die muss ja hier mitgedreht werden, die muss ja mit hier aufgezeichnet werden. Und dann steht man dann da und kann quasi nur mit
geometrischen Formen versuchen, dementsprechend diesen Effekt zu erzeugen, den man da widerspiegeln möchte. Das heißt jetzt mal ganz grob, hier die Nase, dann die Bäckchen und ich bin da nicht sonderlich gut, was Chars angeht. Ich brauche da meistens sehr viel Vorlage und sehr viel Vorarbeit und dann sehen meine Vorskizzen auch immer entsprechend so aus. Also braucht immer so ein bisschen, besonders die Hörnchen bei den Chars sind was ganz Besonderes. Katzen haben ja noch ein bisschen anders geformten Schädel oder noch eine Mähne eventuell. Da hat man dann noch ein bisschen mehr zu arbeiten und zu beachten, das ist klar. Aber euch ist klar geworden, dass man viele Dinge mit Hilfslinien darstellen kann. Auch der menschliche Körper, wenn man sich jetzt mal grob anguckt, wir haben den menschlichen Körper, den können wir halt auch, halt es nochmal auf einer neuen Ebene, können wir halt auch in Kästchen einteilen, quasi in Hilfslinienkästchen, so der Oberkörper. Dann haben wir hier die Arme. Wenn man das sich als Kästchen vorstellt, als dreidimensionale Kästchen, soll heißen, wir bekommen jetzt einen 3D-Effekt. Man sieht, ah, das ist ja quasi ein Körper von der Seite. So, dann kann man natürlich auch anfangen, diesen 3D-Effekt auf komplexe Körper zu übertragen, sich zu gucken, wie ist das Ganze aufgebaut. Wenn man jetzt sich anschaut, wie sich hier der Körper bewegt hat, müssen Sie sich vorstellen, das ist jetzt hier die Oberfläche. Der endet, hier die Fixpunkte, da haben wir die Fixpunkte, das ist die Innenseite, soll heißen, das Ganze ein bisschen so darstellen, damit man die Dreidimensionalität davon kennenlernt. Man nutzt quasi auch hier die Darstellung mit 3D-Objekten aus, um sich selber vorzustellen, wie breit ein Objekt ist, wie es geformt ist, wo die Schatten liegen. Wir sehen ja, das ist hier der kastenförmige Oberkörper, den habe ich jetzt nur quasi mit Hilfe weniger Linien auf diesen Körper hier mit übertragen. Genauso wie wir auch hier quasi den Kasten haben, den wir jetzt da unten in dem Bild sehen. Und schon haben wir die Bewegung dieses Objekts nachgeahmt. Dafür muss man natürlich sich mit Perspektive und Fluchtpunkten auskennen. Fluchtpunkte ist so der nächste Punkt, an dem wir uns unbedingt mal setzen sollten, weil das ein sehr wichtiges und schwieriges Kapitel ist. Was ist ein Fluchtpunkt? Na gut, es gibt halt so eine Sache in der Perspektive. Der nennt sich der nette liebe Horizont. Damit hat sicherlich schon mal jeder gearbeitet. Man malt sich ein kleines Kästchen hin, setzt den Fluchtpunkt, also die Perspektive, mit einem Punkt, verbindet die Ecken seines Kästchens mit Linien, grenzt diese dann ab, radiert ihn recht weg und schon hat man dem Gehirn vorgegaukelt, dass da ein dreidimensionales Objekt steht. Wenn jetzt aber hier ein Kästchen steht, dann sind die Linien entsprechend ein bisschen anders gesetzt. Und so entsteht räumliche, logische Perspektive. Unsere ganze Welt basiert auf geometrischer Struktur, auf Physik. Unsere Umwelt und unsere Wahrnehmung unserer Augen, die Krümmung, die wir wahrnehmen, wenn wir uns mit den Augen bewegen von Objekten, von deren Seiten, die Verhältnisse, die wir sehen, die Flächen, die wir sehen, folgen mathematischen Grundsätzen. Deswegen ist Geometrie ein wichtiger Teil des Zeichnens. Diese geometrischen und mathematischen Grundsätze können wir uns nämlich zur Hilfe nehmen. Wir haben halt die Möglichkeit zu sagen, es gibt einen fixen Punkt, an dem sich die Perspektive eines Bildes festmacht. Soll heißen, ein ganz spezieller Punkt, an dem alle Linien ankern. Das ist unser Ankerpunkt, unser fixierter Punkt, den quasi das Auge wahrnimmt als Mittelpunkt, als Punkt, wo die ganze Perspektive hinfließt. Weil auf einem Bild ist es ja nicht so wie das, was wir wahrnehmen, wenn wir unseren Kopf drehen. Dann haben wir eine sich bewegende Umgebung. Das ist, wenn ihr euch einen Schrank anguckt und ihr geht mal seitwärts. Und dann seht ihr, die Seiten des Schrankes verschwinden und sie kommen wieder zum Vorschein, sie verschwinden wieder, sie kommen wieder zum Vorschein. Das hat man auf einem statischen Bild nicht. Diese Seiten müssen ja alle einer bestimmten Richtung immer folgen und da kann man nicht wahllos drauf einhacken. Natürlich ist es bei solchen Objekten wie diesem hier jetzt ein bisschen anders gesetzt mit den Fluchtpunkten, da jedes Objekt zwar jetzt einer gleichen Tiefe in etwa folgt, aber hier halt einfach eine dreidimensionelle Form darstellt. Wenn wir jetzt hier alle Punkte mit einem Fluchtpunkt verbinden würden, würde es großes Chaos geben. Hier gibt es einen Grundfluchtpunkt, mit dem man arbeiten kann.
eine Grundperspektive, mit der man mit dem Körper arbeiten kann. Wir werden noch detaillierter darauf eingehen, aber ihr solltet schon mal dieses Wissen aus dem Zeichenkurs und ja, ich würde vom 5., 6. Klasse aus dem Kunstunterricht noch mal rauskramen. Wir werden sehr intensiv auf das Thema Fluchtpunkt noch eingehen und wie man schnell dafür ein Gefühl entwickeln kann, wie die Fotokamera oder das Handy einem helfen kann und warum man sich dabei ertappt, wie man auf DeviantArt oder Instagram oder sowas tausende an Architekturfotos durchwühlt, allein nur, um immer wieder die Bestätigung zu finden, ja, Perspektive ist leichter, als man denkt. Genau das ist halt auch einer der wichtigen Punkte bei dem Zeichnen mit Hilfslinien. Diese Hilfslinien folgen halt nun mal auch geometrischen Grundsätzen und sie folgen halt auch einem gewissen Fluchtpunkt. Soll heißen, wenn sich halt das Gesicht einem abwendet, dann sieht man die eine Seite des Gesichts mehr und die andere weniger. Das ist wie wenn du einen Schrank dreht, dann seht ihr von der einen Seite mehr als von der anderen Seite. Das muss man sich immer im Hinterkopf behalten. Das sind all diese Dinge, die, wenn man zeichnet, immer sowieso immer im Hinterkopf behalten muss. Deswegen sage ich immer, es ist so wichtig, sich warm zu zeichnen. Posemaniacs.com, 30 Sekunden Zeichentraining anmachen. Ich kann da auch gerade nochmal kurz drauf gehen. Posemaniacs.com, 30 Second Zeichentraining. Das ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, um warm zu werden. Man stellt sich das entweder Seite am Bildschirmrand, das mache ich immer ganz gerne, stelle ich mir das hier so auf die Seite. Dann müssen wir uns das dementsprechend ja auch ein bisschen kleiner ziehen. Ihr stellt das Ganze als Anfänger auf 90 Sekunden, als in Anführungsstrichen fortgeschritten auf 30 Sekunden. Der Cooldown sollte eingeschaltet sein, klickt auf Start. Nehmt euer Zeichenstift, Block, Buch, Programm, was auch immer. Und macht nichts anderes als versuchen, in dieser witzig kurzen Zeit, die ihr Zeit habt, die Figur vor euch zu erfassen. Perspektivisch, am besten vielleicht sogar noch, wenn man dann die 90 Sekunden Zeit hat, mit Licht und Schatten. Von der Dynamik her, von ihrem Schwerpunkt her, von einfach nur vom Zeichnerischen erfassen, warum steht die da so, wie sie steht, wie ist das überhaupt und wo ist der Fluchtpunkt, wo ist da die Perspektive, wie läuft das zusammen, was wird weniger gesehen, was wird mehr gesehen, an welchem Punkt liegt hier die Statik in der Figur. Wenn man hat das, all das rattert durch den Kopf als Zeichner. Irgendwann rattert es immer mehr. Es rattert immer mehr. Man hat immer, fragt sich immer mehr. Man fragt immer weiter seinen Kopf. Wie kann ich die Figur darstellen, so wie sie dort ist? Wie gibt es mir die Möglichkeit, das möglichst schnell zu tun? Man übt wahnsinnig schnell Figuren und Objekte zu erfassen, weil das Gehirn halt einfach geschult wird darin. Und ihr selbst werdet einfach warm. Euer Gehirn muss alle Informationen zum Thema Hilfslinien, zu Licht und Schatten, zu den mathematischen Grundsätzen des Zeichnens quasi abrufen. Also man hat gar keine andere Wahl. Das Gehirn wird quasi wachgerüttelt. Man muss sich alles, was man gelernt hat, wieder in Erinnerung rufen und wird wachgerüttelt. Und das ist eine sehr schöne Methode, um halt vor dem Zeichnen sich warm zu machen, den Schwung in den Pinselstift zu kriegen, sich mit Objekten zu beschäftigen. Das könnt ihr natürlich auch mit anderen Objekten machen. Könnt auch einfach sagen, ich gucke auf mein Regal und zeichne das so schnell ab, wie ich nur kann. Ich gucke jetzt ein Stückchen weiter auf meinem Regal. Oh, okay, da ist das und das Objekt. Das müsst ihr nicht mit menschlichen Objekten machen. Das könnt ihr halt entsprechend auch mit eurer Blumenvase, eurem Teddybär, eurer Diddelmaus machen oder was ihr gerade so greifbar habt. So, das war jetzt wieder viel Input. Ihr habt jetzt wieder gut eine Woche Zeit, euch darüber Gedanken zu machen, ein bisschen zu üben, ein bisschen zu lernen, den Kopf mit vielen neuen Informationen und viel Input zu füllen. Wir sehen uns in der nächsten Kritzelpixel-Dose wieder, wo wir das Thema Hilfslinien nochmal ein bisschen vertiefen werden. Wir werden uns nämlich an Comics und Mangas ranwagen und gucken, ob wir mit Hilfe von Hilfslinien Zeichenstile von anderen Zeichnern kopieren können und von ihnen lernen können. Also bis dahin, bye!